Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar, zum JFD-Devisenradar am 21. April, 9:30 Uhr. Es grüßt wieder Christian Kämmerer und wir wollen auf ein Devisenpaar schauen, um das es in der letzten Zeit relativ ruhig geworden ist. Es handelt sich um den US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken. Mit Betrachtung der Charts der aktuellen Situation sehen Sie, wenn Sie sich den Wochen- und auch Tageschart auf der rechten Seite näher betrachten, hier diese Eruption vom 15. Januar. Dies bedarf im Prinzip ja keiner weiteren Aussage, denn wir wissen alle, was an dem Tag passiert ist. Der Schweizer Frankenschock als solches. Und das führte natürlich alle Paare, die mit dem Schweizer Franken in Verbindung stehen, ob sie nun selber Schweizer Franken in einem anderen Währungspaar oder ein Währungspaar, was im Schweizer Franken gehandelt wird, sind, spielte dabei gar keine Rolle. Es geriet hier jedes Währungspaar enorm unter Druck, was hier eben mit dem Schweizer Franken in Verbindung gebracht werden konnte oder in Verbindung stand. Und jetzt wollen wir eben mal sehen, was der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken eigentlich so macht. Schauen wir mal kurz auf das große Bild. Und da fällt hier auf, wenn wir mal in die Zeit zurückgehen, vor der Korrektur und vor dieser enormen Kerze, dass im Prinzip allein schon an dem Tag selber, beziehungsweise in der laufenden Handelswoche, eine relativ starke Erholung stattfand. Und überdies auch jetzt hier das Währungspaar beinahe schon wieder an den Niveaus angelangt ist. Wir sprechen hier auch insbesondere über die Parität, die Marke von 1,00 hier auf Wochenbasis. Wir zoomen uns mal rein. Ist im Prinzip abgearbeitet. Also man sieht sehr schön, dass der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken hier durchaus den Schock mehr als gut verdaut hat und sich dies hier dementsprechend im Chart darstellt. Also das Währungspaar ist eigentlich wieder auf Kurs. Insofern durchaus interessant, auch mal hier wieder den einen oder anderen Trade unter Umständen abzusetzen bzw. hier nach Chancen zu suchen. Gehen wir dazu mal in den Tageschart. Und da jetzt ans aktuellere Bild und da fällt auf, dass wir hier in einer sehr, sehr interessanten charttechnischen Konstellation sind. Also wir haben zunächst hier oben als Hürde, ich gehe mal ein Stück weit raus, oder den Widerstand der Parität. Den kann man schon mal fix machen. Auf der Unterseite sieht es sehr schön aus, dass wir hier mit den Lows vom März, den Hochs vom Februar, einen sehr, sehr schönen Horizontalbereich haben, eine Price Action Zone im Bereich 0,95, also gute 500 Pips unter dem Level der Parität. So, Sekunde. Und genau dieses Level ist es, von dem das Währungspaar aktuell eben abprallt. Also hier sehen wir die Freitagskerze, enormer Druck. Auch die ganze vorherige Handelswoche stand unter keinem guten Zeichen. Wir hatten dazu auch auf Gotmore Trader eine Analyse veröffentlicht mit dem Titel "Steht hier eine Korrektur bevor?" Und das gilt immer noch, nämlich das Level von 0,9485. Halten Sie das mal im Auge. Wir gehen jetzt mal wieder zurück auf den aktuellen Chart. Also wenn wir hier Niveaus unter 0,9480 machen, 0,9485, dann ist das Risiko definitiv erhöht, dass wir hier einige Etagen nach unten segeln. Ist es aber, und das ist natürlich eine Grundbedingung des Setups, nicht der Fall, dass das Währungspaar hier nach unten abkippt, sondern sich eben hier stabilisiert im Bereich 0,95, dann sieht das ganz gut aus. Und ob hier die Korrektur bevorsteht, wie eben hier getitelt oder eben nicht, das muss ich natürlich erstmal zeigen. Und ohne neues Tief ist hier von keiner Korrektur auszugehen. Wir haben jetzt vielmehr die Situation, dass der Preis sich hier innerhalb einer Konsolidierungsphase befindet, nach der starken Erholungsbewegung, die wir eben gesehen haben. Und interessant jetzt, dass wir, wenn wir uns mal die Saisonalität anschauen, grundsätzlich hier vor einer sehr, sehr guten Bedingung stehen, die das Währungspaar hier mit Blick auf die kommenden Tage nach oben führen könnte. Wir wissen aber alle, dass der US-Dollar-Index ja selbst sehr heiß gelaufen ist, dass der US-Dollar selbst durchaus mal eine Erholung erfahren könnte. Und insofern wäre es sicherlich auch ratsam, wenn es nicht dazu kommt, dass wir hier weiter uns erholen, sondern eben das Niveau von 0,9480 touchieren, unterschreiten, aufgeben, dass dann davon auszugehen ist, dass das Währungspaar hier durchaus weitere Verluste machen könnte. Bleibt es aber oberhalb von 0,95, sieht das eben im Sinne der Saisonalität auch ganz konstruktiv aus, dass wir eben hier mit Blick auf die kommenden Tage/Wochen durchaus eine Aufwertung sehen könnten, die dann hier, und das ist ein kurzfristiger Widerstand, den wir mal in den Chart jetzt hier holen, bis in den Bereich von knapp 0,98 führen könnten. Ja. Also das wäre hier ein kurzfristiges Potenzial für den Fall, dass der US-Dollar tatsächlich hier weitere Stärke gewinnt, insbesondere gegenüber dem Schweizer Franken. Und dann hätten wir hier oben im Bereich 0,9760, 0,98 eine Entscheidungszone über die das Währungspaar hinausziehen muss, wenn es weitere Aufschläge in Richtung Parität geben soll.
bleibt es natürlich aus, dass wir ausbrechen von hier oben, dann muss man mit einem Rücksetzer wieder rechnen in Richtung 0,95. Und wenn dieses Niveau dann letztlich aufgegeben wird, entweder nach einem Rückfall oder vielleicht sogar jetzt schon hier zuvor, dann geht es natürlich relativ zügig in Richtung 0,92, Richtung 0,90. Dann kann man auch hier die Preisziele anhand von Fibonacci abziehen, aber im jeden Fall zwischen 0,9150 und 0,9250 ist im Prinzip hier genau das angedachte Korrekturlevel, und das wäre dann in jedem Falle ein ja, erreichbares Ziel, ein erstrebenswertes Ziel, wenn es hier neue Tiefs gibt. Aber bis dato, wie gesagt, aktuell gerade mit Wochenbeginn das Level verteidigt, sieht sehr konstruktiv aus, und insofern würde ich nicht überrascht sein, wenn wir hier eine solche Bewegung sehen, um das nochmal zu visualisieren. Und richtig bullisch, wenn wir eben über 0,98 rausziehen, dann könnte hier sogar noch viel, viel mehr passieren. Ja. Und Plan B, ich will es eigentlich gar nicht in Grau machen, weil das ist einfach hier die Alternation. Wenn es jetzt hier eben einen Ausbruch nach unten gibt, müsste man im Prinzip auch blau gestrichelt machen, würde dann im Prinzip so aussehen. Also achten Sie auf bestimmte Marken, sowieso wichtig, nicht ins Blaue heraus handeln, sondern einfach mal Obacht geben, wohin hier der Preis sich entwickelt, welche markanten Price-Action-Zonen hier sozusagen aufgegeben, überschritten, unterschritten werden, und dann kann man hier durchaus auf nachfolgende Swings setzen. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es schon gewesen für das heutige Devisenradar. US-Dollar, Schweizer Franken, auch Swissy genannt, hat sich vorgestellt. Wie gesagt, Saisonalität scheint ganz interessant, aktuelles Chart-Setup auch. Und in dem Zusammenhang wünsche ich Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Wir hören uns später, wenn Sie mögen, oder lesen uns bei dem einen oder anderen Artikel. In dem Zusammenhang noch einen erfolgreichen Tag. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.